Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einem weiteren Video von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mit unserem kleinen Kräutergarten hier ein bisschen losgelegt und die Pflanzen sind während den Folgen schon ein bisschen gewachsen. Gut, und für die heutige Folge habe ich mir vorgenommen, dass wir wieder mal in den Nether gehen, denn wir müssen an Inferium Essenz nachlegen und da gibt es ja auch so Erze davon, genauso wie von der Minizio Essenz. Und ich glaube im Nether finden wir, ach du Scheiße, was bist du denn? Oh, der ist durchs Portal gegangen, alles klar. Dann haben wir ja irgendwann mal gesehen. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Halleluja, warum bist du so schnell? Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe, danke. So. Denn oh, diese Höllenratte schaut irgendwie auch gefährlich aus. Ja, das habe ich mir gedacht, dass sie mich angreift. So, wir wissen ja, es ist nicht ganz so ungefährlich im Nether. Allerdings, glaube ich, haben wir hier bessere Chancen, diese Erze zu finden, als in der normalen Höhle. Weil hier haben wir noch nicht ganz so viel generiert wie, also noch nicht so viel Land generiert. Wo ist der blöde Gast? So kommen wir schneller in ein neues Gebiet, wo dann auch die neuen Erze spawnen oder generiert werden. Denn die Mod habe ich ja jetzt vor kurzem erst hinzugefügt. Und deswegen, ja, deswegen glaube ich, ist es gescheiter, wenn wir das Ganze im Nether farmen gehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu selten. Wir werden es ja dann bald sehen. Wenn wir nicht bald welche finden, dann ist irgendwas voll. Aber für Erste sollte es noch gehen. Warum ist im Nether bitte ein Pferd? Alter, das ist ein Höllenpferd. Alles klar. What the fuck? Weil ich finde es irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen gruselig. Ja, wir setzen uns da immer schön Fackeln. Was bist du? Alles klar. Was sind das eigentlich für Blöcke? Flash. Okay, also Fleisch. Was ist Fleisch? Ich glaube schon. Also Gewebe wahrscheinlich. Irgend so wird es heißen. Ja, wir laufen hier gerade auf Fleisch herum. Jo, eigentlich ekelhaft die Vorstellung. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo solche Erze finden. Ich schaue nochmal, nur um sicher zu gehen. Inferium. Ja, da gibt es auch ein Nether-Ohr davon. Jawohl. Also sollte hier im Nether auf jeden Fall vertreten sein. Aber wie schnell wir eins finden, weiß ich natürlich nicht. Kann ich nicht garantieren, dass wir jetzt schnell etwas finden. So, weiter geht's. Also, wir merken, also ich merke schon, es ruckelt ein bisschen. Das sagt mir, dass wir jetzt schon langsam in neue Gebiete vordringen. Allerdings ist halt die Frage, wie selten dieses Erz ist. Oder wie häufig. Wie häufig oder selten. So, wir müssen schon wieder was essen. Jawohl. So, dann können wir auch wieder ein bisschen schneller laufen. Ah, da geht's runter. Schauen wir mal da. Okay. Ein blindes Ende. Sagt man blindes Ende? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine Sackgasse. So, wir müssen uns mal kurz ein bisschen Baumaterialien besorgen. Ach, guck mal, hier geht's weiter. Oh, das ist ja nett. Hallo. Okay, hier kommt man so zu einem Lava-Meer. Da will ich allerdings jetzt nicht weitergehen. Drüben haben wir irgend so ein glänzendes Erz. Keine Ahnung, was das ist. So, was bist du? Nether Quarz, okay. Quarz brauchen wir eh auch bald wieder. Davon könnten wir uns eigentlich auch eine Blume machen. Dann brauchen wir nicht immer in den Nether zu gehen. Und Glowstone gibt es, glaube ich, auch eine Blume. Das wäre wahrscheinlich auch ganz interessant. Also auch ganz nützlich wahrscheinlich. So, oh, da drüben ist blaues Feuer. Wir kommen hier auf jeden Fall halbwegs gut runter. Dann gehen wir mal da unten weiter. Vielleicht
schaffen wir es ja auch, den Ghast irgendwie zu besiegen. So, hier haben wir auf jeden Fall mal kein. Also nichts von dem. So, komm. Nein! Komm schon. Ja, 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 nein. Okay. Ghast ist despawned, alles klar. Kann ich eigentlich das blaue Feuer auslöschen? Ich weiß es nicht. War nicht hier irgendwo das blaue Erz? Also dieses schimmernde? Ja, da ist es. Was ist das für eins? Oh, okay, dem Dimensional Shard Ore. Das ist von RF Tools. Dimension, schätze ich mal. Wenn es Dimensional irgendwas heißt. Die Ascheblöcke schauen eigentlich auch ganz cool aus. Kann ich das ausmachen? Ja, kann ich. Oh, da kriege ich was daraus. Blue Fire Char. Okay. Oh, das war von der Asche wahrscheinlich jetzt. Okay. Also das könnte ich mir einfangen. Wofür ich das brauche, weiß ich nicht genau, aber... Gut, ich darf nur aufpassen... Ich muss nur aufpassen, dass mich nichts anzündet. Weil, wie wir bekanntlich wissen... Okay. Da haben wir eine Ferium-Essenz einfach so liegen gehabt. Kann man sich im Nether ja nicht so gut löschen. So. Aber ich finde halt auch keinen Ferium-Ore hier. Vielleicht sind die echt gar nicht so... So häufig, oi, da ist Blut, glaube ich. Ich schätze mal, dass es Blut ist. Wie ich dachte. Also nicht so häufig wie die Minizio Wars. Vielleicht. Also vielleicht haben wir da ein bisschen... Oh. Ach du Scheiße, ja. Nein, 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 nicht. Oh, die Blume ist das. Okay. Bitte geh aus, Feuer. Lass mich leben, bitte. Oh, das ist oranger Farbstoff. Aus dem kann man... Okay. Nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, ich muss auf jeden Fall regenerieren jetzt. Bisschen. Okay, sobald ich die abbaue, ist es aus. Also da brenne ich dann. Hm. Also ist... Was macht hier ein Enderman? Ist das hier oben? Prosperity Ore, schätze ich mal. Aber dieses Inferium Ohr ist gar nicht so häufig anscheinend. Ach du Scheiße, was ist das jetzt? Ach, diese blöde Blume immer. Hier haben wir nochmal so ein paar Dimensional Shards. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich glaube, die sind gar nicht so häufig. Weiß ich allerdings nicht und deswegen nehme ich sie mal mit. Kann nicht schaden. Vor allem, wenn wir damit mal durchstarten wollen. Vielleicht wollen wir uns ja mal, wenn wir fortgeschrittener sind in dem Projekt, mal eine eigene Dimension machen und da können wir das auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. So, ich hoffe, ich finde jetzt wieder zurück. Ja, wäre gescheit immer den einen Wegpunkt zu machen oder sowas. Aber hier ist auf jeden Fall nicht der Weg, den ich gekommen bin. Aber ich glaube, wir müssen in die... Egal, ich gehe entlang der Fackeln zurück. Also Inferium Ohr haben wir jetzt nicht gefunden. Müssen wir schauen. Vielleicht ist das halt wirklich ziemlich selten. Nicht ins Blut. Okay, macht nichts. Wenn wir ins Blut fallen, ist auf jeden Fall gut zu wissen. Was haben wir hier? Ah, das ist das, was ich mit dem Ghast weggesprengt habe. So, weiter entlang der Fackeln. Darauf müssen wir auf jeden Fall, glaube ich. Oh, das war knapp. Was bist du denn eigentlich? Oh, Energized Netherrack. Keine Ahnung, ob du nützlich bist oder nicht, aber ich baue das mal kurz ein und wir können ja dann mal kurz schauen, wofür wir das tatsächlich brauchen. Oh! Alles klar. Zündest mich das an oder nicht? Ich hoffe mal nicht. Das steigt nach oben, wie geil ist das denn? So, ich frage mich auch, was ich daraus craften kann. Schauen wir mal schnell nach, wozu brauche ich das? Das brauche ich für Glowstone Dust mit Cryotium Dust oder Energized Glowstone. Okay, also man kann Glowstone daraus machen. Ist jetzt irgendwie ein bisschen unnötig, weil wir direkt Glowstone hier haben und wir uns ja auch so Glowstone Samen machen können, glaube ich.
Und deswegen brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Gut, dann schauen wir weiter, dass wir wieder so schnell wie möglich zurückkommen. Vielleicht finden wir ja am Rückweg noch das ein oder andere Inferium-Erz, aber schaut im Moment gerade nicht so gut aus. Schauen wir mal. Wir laufen auf jeden Fall zurück. Jawohl. Zack, zack. Okay, dann schauen wir mal. Also unsere Pflanzen müssen auf jeden Fall gewachsen sein. Ist auch blöd, dass wir so viel Inferium für unsere Crafting Essenz verschwendet haben quasi. Weil wir hätten daraus noch weitere Inferium Samen machen können. Dann wäre das Ganze ein bisschen schneller gegangen. Aber wir können das Ganze auch mit ein bisschen Bone Meal beschleunigen. So, wo gehen die Fackeln lang? Hier. Und ich muss wieder was essen. Ich habe kein Essen mehr. Toll. Oh, okay, ich kann nicht mehr sprinten. Aber ich kann... Okay, ich habe das ganze Essen rausgelegt anscheinend. Oder es ist mir einfach jetzt ausgegangen. Keine Ahnung. Ach, Scheiße. Was ist mit dem Gast los? What the fuck? So, wir gehen ganz gechillt zurück. Verlaufen können wir ja nicht mehr. Ist das Leben nicht schön? Zack, zack, zack. Ups. Da hat es kurz geleckt ein bisschen. Geh weg. Nein, Maus, lass mich doch in Ruhe. Höllenratte. Oh, die hat mir auch Inferium-Essenz gegeben. Vielleicht geben mir die alle Inferium-Essenz. Die Wesen da aus dem Nether. Ah, mal schauen. Keine Ahnung. Wir werden es sehen, wenn wir mal ein paar Dinge... Ist das gewachsen eigentlich? Kaum, ein bisschen. Okay, wir legen uns hin. Aber wahrscheinlich auch, weil der Chunk nicht geladen war, weil wir gerade im Nether waren. Na, mal schauen. Das sollte ja jetzt dann halbwegs schnell mal wachsen. Bitte. So, wir müssen auf jeden Fall was essen. Wir haben noch eine Kartoffel, die wir anbauen können. Wir haben noch ein bisschen Weizen, das wir verkraften können. 4 Inferium-Essenzen haben wir auf jeden Fall schon mal. Haben wir noch... Entschuldigung, ein bisschen Fleisch. Nein, haben wir nicht. Okay, dann craften wir uns schnell Brote. So. Jawohl. 6 Brote haben wir rausbekommen. Ja, das ist ja schon nicht ganz so schlecht. Aber auch nicht das Beste, ne? Ah ja, hier ist schon ein bisschen weiter gewachsen jetzt. Dann können wir... So, die Kartoffel wollte ich anbauen, genau. Zack. Angebaut. Oh, das wollte ich nicht. Holen wir das schnell mal... Ackern wir das schnell mal wieder um. So, was können wir jetzt noch machen? Wir müssen eigentlich nur warten, bis diese Pflanzen gewachsen sind. Denn wir brauchen eigentlich mehr Inferium-Essenzen. Wir können auch schauen, vielleicht, wenn wir da weiter runtergehen, vielleicht finden wir da ein bisschen... Also nein, weil das ja alles neu generiert worden ist, finden wir hier keine Inferium-Essenzen. Das heißt, wir müssen uns wirklich mit diesen Pflanzen hier versorgen. An Inferium-Essenzen. Aber es geht ja eh eigentlich relativ schnell... finde ich. Das ist jetzt relativ schnell gewachsen. Ja, mal schauen. Aber das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir sind nicht allzu viel weitergekommen. Wir haben nur erfahren, dass wir eben Inferium-Essenzen im Nether nicht wirklich häufig kriegen. Gut, und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.